Guten Tag, mein Name ist Herbert Goldbach und ich möchte Ihnen euch heute die Luftraumänderung 2022 näherbringen. Wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, es geht hier um die Erneuerung der Lufträume, hier bezogen auf das Bild BER. BER hat viele Veränderungen gebracht und deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Wir haben, wenn wir Luftraumänderung 2022 betrachten, hier das Ergebnis einer Abstimmung mit den verschiedensten Verbänden, mit den Bundesbehörden, mit Landesbehörden und auch mit der deutschen Flugsicherung. Es ist ein Paket, wo alle dran gemeinsam gearbeitet haben. Zuallererst möchte ich die Sonderregelung Schleswig für Segelflugzeuge vorstellen. Hier haben wir eine RMZ eingerichtet für Luftfahrzeuge, die keinen Transponder haben. Dieser ist an die Aktivierungszeit der CTA Schleswig gekoppelt. Der Luftraum Hamburg wurde neu gestaltet in Bezug auf seitlichen, oberen und unteren Begrenzungen. Und weiterhin wurden Sonderregelungen eingeführt für den Segelflugsektor Lüneburg. Auch ganz klar Service für die allgemeine Luftfahrt. Beim Luftraum Hannover haben wir eine Begrenzung der unteren Begrenzung Luftraum Delta von 2,5 oder 4,5. Und wir haben eine Absenkung des Luftraums Echo auf 1000 bzw. 1700 Fuß AGL. Above Ground Level. Wobei die Delta-Höhen sind NN. Bitte nicht verwechseln. Der Luftraum Braunschweig und die MVA-Anpassung, das heißt Minimum Vector Altitude, wurde neu aufgesetzt, indem der Luftraum Echo auf 1000 Fuß AGL ausgerichtet wurde. Das ist etwas, damit der Lotse in bestimmten Bereichen und Höhen noch sauber die Luftfahrzeuge führen kann. Er hält natürlich zu der Minimum Vector Altitude, zu dieser auf dem Boden an die Konturen angepassten Höhe, immer noch einen Sicherheitspuffer von 500 Fuß. Bei Kassel ist das ähnliche geschehen, Anpassung Luftraum Echo auf 1000 Fuß AGL. Jetzt kommen wir zur Flugbeschränkung. Wir haben die ED-41 unter Weser, dort wurde neu eingeführt Eckernförder Bucht und Christianhöhe, jeweils mit dem Namen EDR-43 und EDR-44. Die Aktivierungszeiten der EDR-73 Altengrabe wurden verändert und bei der EDR-76 Oberlausitz wurden Höhenbegrenzungen im Bereich Charlie und Delta auf 2900 Fuß gemacht. Hier seht ihr nochmal das Bild von der EDA 43 und 44. Bei der EDA 135 Hammelburg gab es eine Neufassung der seitlichen unteren Höhen und die Höhenbegrenzung. Angefasst wurde auch die EDA 201, ist die TRA Friesland, seitlich und untere Höhenbegrenzung, ebenso die TRA Weser 2, die sich als EDR 302 benennt. Hier wurden auch die Neufassung der seitlichen und Höhenbegrenzung angefasst. Hier eine Folie für den Hammelburg. Hier sehen wir ganz deutlich, was da geschehen ist. Und hier nochmal die TRA EDR 201, 202 und 302. Das ist das, was uns im März erwartet. Das Eisenschmidt-Team sagt Danke und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Flugsaison.